Hallöchen Leute und ein herzliches Willkommen wieder zurück zu Paper Mario, die Legende von Virontor. Es wird Zeit, dass wir diesen Schalter sprengen. Erdum weichet. Erdum geht nicht weiter, ihr seid verloren. Mysteriös, mysteriös. Aber Gumbrina muss ja für uns ja noch den... Big Omp, glaube ich, heißen die. Scan. Ne? Habe ich nicht recht, Gumbrina? Ach ja, stimmt. Also, was haben wir? Das ist ein Grob-Omp. Okay, Grob-Omp. Grob-Omps sind eine Art Grob-Omp, aber groß. Maximal KP 6, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Sie greifen nicht an, sondern explodieren ganz einfach nach einer Weile. Das Problem ist, dass wir dabei auch Schaden nehmen. Und wenn sie sich aufladen, steigt ihre Angriffskraft bis auf 8 an. Feuerattackenbomben lassen sie sofort explodieren. Aber du solltest dir gut überlegen, ob du lieber kämpfen oder fliehen willst. Ich kämpfe. Okay, damit komme ich ja ganz locker klar. 12 Sternpunkte, das heißt, wir haben jetzt insgesamt 71. Das läuft eigentlich. Okay, den Sternsplitter habe ich ja. Der war ja hier, natürlich. Aber Nagarina kann mir sagen, ob ich irgendwas verpasst habe. Okay. Da gibt's sehr, sehr viel Sachen zu holen. Aber ich glaube, das kriege ich, glaube ich, auf First Try hin. So. Jetzt erstmal zu Kupio wechseln. Mit Kupio den Schlüssel grappen. Dann hier runterspringen. Auf diese Kiste da. Und dann habt ihr es ja schon, vielleicht schon gesehen, dass es da hinten eine Shine-Sprite versteckt ist. Und nicht direkt gleich runterspringen, denn hier gibt es noch einen Sternsplitter. Und da ist so ein Piranha-Fisch-Dings. Diesen Schlüssel brauchen wir tatsächlich für eine Tür. Wer hätte das denn gedacht, ne? Am besten speichere ich gleich mal. Okay, Höhlenschlüssel. Gehe ich erstmal da rein. Und da kommt das schon das Empfangskomitee. Okay, Parakäfer. Das ist ein Parakäfer. Parakäfer sind Käfer mit Flügeln. Maximal KP 5, Angriffskraft 3, Verteidigung 4. Genau wie normaler Käfer. Feuertagenbomben haben keine Wirkung auf diese Biester. Aber wenn du sie umkippst, sinkt ihre Verteidigung auf 0. Das ist deine Chance. Ich würde mal vorschlagen, ich packe mal die Sternattacke Maxi-Beam aus. Um die ganzen Käfer zu vernichten. Ich glaube, das müsste eigentlich von... Ah, shit. Ich hab's versaut. Ah, shit. Okay, der ist schon mal down. Okay, ich hau mal einen Kopfnuss da gegen diesen Käfer da ein. Und ich hätte Multisprung machen sollen. Aber ist jetzt auch egal. Ah, fuck! Eigentlich habe ich es drauf mit dem Konter gegen diese Parakäfer.
Haben wir den normalen Käfer überhaupt gescannt? Ich glaube ja. Jetzt muss ich aber erst ganz kurz nachgucken, ob ich das überhaupt getan habe. Okay, das ist jetzt nicht da, wo ich hin möchte, sondern da rein in Lexikon. Cooper. Shit, wir haben keinen Para-Cooper gescannt. Was? Fuck, das sollten wir dringend nachholen. Shit. Shit, 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 shit. Obwohl, ich muss sowieso nach diesem Kapitel zurück in Logatzburg und da kann ich ja wieder ein ja, ihr wisst schon. Scan Para-Cooper. Ich suche gerade jetzt nach dem Käfer. Käfer, 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 Käfer. Wo seid ihr? Da, Para-Käfer. Okay, ich habe den Käfer und den Para-Käfer habe ich. Also passt's. Und da ist eine Bodenplatte. Aber zuerst gönne ich mir diesen Sternsplitter. Und na komm. Ja. Und jetzt kommt es zu einem Kampf. Wieder gegen diese Para-Käfer. Beziehungsweise normale Käfer. Also, dass er jetzt nicht seinen Kraftpunsch einsetzen kann. Stampfattacke ist sehr, sehr nützlich. Bingo oder nicht Bingo? Ist mir eigentlich völlig egal. Ich kein Bingo. Wow, Merli, das ist sehr, sehr brauchbar, was du gerade machst. Denn der greift sowieso nicht an. Ist die aber blöd. Ein Kraftpunsch wäre jetzt tatsächlich ganz cool. Aber ich krieg nichts, ne? Ja, yay, ich krieg nichts. Komm her. Kommst du wohl her? Ein Kraftpunsch. Ich hätte zwar Miss Nagarine, ne? Die könnte zwar Items stehlen. Aber das ist mir jetzt völlig egal, ob sie jetzt Item stehen kann oder nicht. Ja, dann sind wir auch hier fertig. So, und jetzt hier noch nicht weitergehen. Denn hier gibt's eine Shine-Sprite. Jetzt müssen wir uns rüberkullern. Es wird auch mit Barbara gehen. So. Und bevor ich jetzt hier weiter latsche, gibt es hier erstmal eine Shine-Sprite. Nagarina gibt mir die Bestätigung, dass ich hier alles habe. Warte. Bevor ich jetzt da weitergehe. Okay, da ist nichts. Warten. Warten, warten, warten. Da einfach rüber. Ja, na klar, springe ich drüber. Und Nagarine ist jetzt keine so gute Wahl. Fällt mir gerade so ein. Bitte. Bartomp. Ha, ich bin so gut. Ich kann das sogar abwehren. Haha.
meine Lieben. Haha. Also das ist ein geschenktes Supergar, wenn sie so angreifen. Okay, wir erhöhen wieder die Ohrenpunkte. Beinahe. Also mach ich mal die Zeitbombenattacke. Ah, shit. Shit. Müsste eigentlich funktionieren. Jetzt macht's bumm. Shit. Okay, das habe ich jetzt ein bisschen übertrieben. Na, aber egal. Yay, KP-Schlürfer. Und das hier müssen wir mit Badom freisprengen. Und jetzt können wir immer tiefer reingehen. Und da werden wir auch schon mit Kugelwillis begrüßt. Das wollte ich jetzt gerade aber nicht. Für einen Scheiß, ich mir da antue. Aber das sind wieder Kugelwillis Blaster. Und das zählt jetzt als normaler Sprung, oder? Das war ja so klar. Bombe. Okay, das macht wenigstens 2 Punkte Schaden. Dann kann down gehen. Eigentlich ist es mir jetzt egal, ob ich jetzt Schaden kriege oder nicht. Ja, shit. Mir wäre auf Mario lieber gewesen als auf Bad Om. Oh. Gegnerischer Erstangriff. Was? Yay. Yeah. Das kriegt man, also das krieg ich auch nicht. Immerhin. Ein Kugelwilli zu kontern. Skill. Skill. Okay, ich glaube, wir kriegen das hin. Ja, okay. Mario springt auf den hier drauf. Und Bad Om greift mit seiner Bombentechnik den Blaster an. Achso, jetzt muss ich irgendwas zu sagen. Oh. Das war ein Fehler. Sechs Sternpunkte. Danke für den Blütenpunkt.
Nagarine, kannst du hier mir irgendwas so schnuppern? Nope. Okay, pardon. Warte. Ja, komm, das geht. Es geht in Ordnung. So, jetzt kassieren wir jetzt ein paar Punkte Damage. Ich dachte, das wäre jetzt mehr Punkte Damage, den ich eigentlich abkriegen sollte, aber egal. Okay. Und hier gibt's P minus Verteidigung plus. Und oh, Nanu. Auch in der Hölle gibt es Engel. Ich dachte schon, es würde nie jemand kommen. Was? Ich soll mir das Gerät ersparen und dich endlich verfluchen? Aber woher wusstest du das? Aber reg dich nicht auf. Lass mich einfach in Ruhe meinen Text aussagen. Ich war verdammt lang in dieser Kiste und es war ziemlich öde, so ganz allein. Was? Du hast vor mir schon drei andere Geister getroffen? Und du kennst das ganze Prozedere schon in- und auswendig? Mann, was soll denn das denn? Du bist aber auch ein ziemlich kranker Typ, oder? Ja, da stimmt Mario zu. Ja, ich bin sehr, sehr krank. Schon gut, verstanden. Dabei hatte ich mich so auf dein dummes Gesicht gefreut, wenn du die Truhe öffnest. Also gut, bring mir ganz einfach den Schlüssel. Du weißt ja, wie er aussieht. Im Moment haben ihn die Geister, die gleich erscheinen. Mach's dir ganz einfach fertig. Ja, tja, viel Glück also. Ja, das Geister? Damit war ich darauf, weil ich es aber nicht vorbereitet. Nee, Spaß. Natürlich schon. Ich habe ja noch drei Ohrenpunkte ja frei. Aber die will ich mir noch ganz kurz sparen. Also, für diejenigen, die dich fragen, auf was ich spare. Ich weiß es selbst auch noch nicht. Aber ich möchte noch ein bisschen sparen. Aber ich glaube eher, dass ich für den Kraft Plus sparen werde. Ich weiß, das kostet zwar 6 Ordenpunkte. Ach, ich leck mich doch am Arsch. Das brauche ich doch gar nicht mehr, Lee. Alter, 7 Damage. Alter, was? Okay, dann haben wir also schwarzen Schlüssel. Die Truhe wird geöffnet. Und das ist wie immer ein Curse. So bist du also auf meine Liste reingefallen, du armer Thor. War doch gut, oder? Also? Ich werde über dich einen schrecklichen Fluch anhängen, du armer Tropf. Du wirst bereuen, meine Truhe geöffnet zu haben. Und jetzt erzittere, sei denn verflucht. Du wirst verflucht durch die eigene Dummheit. Und wie war ich? Hat nicht wehgetan, oder? Winde dich in Schmerz. Drückst du jetzt Y auf den entsprechenden Rappen, wirst du zum Papierboot. Welch grausiger Fluch. Zunächst sollst du üben. Für Menschen ist es wichtig, immer Neues zu lernen. Betrittst du eine Schiffsrampe, so wird sie aufleuchten. Ja, so ist es gut. Und jetzt drücke Y. So wirst du jetzt zum Papierboot. Durch deine eigene Schuld. Schrecklich, oder? In diese abstoßende Gestalt verwandelst du dich. Und du kannst dich über Wasser bewegen. Alle werden dich für einen Freak halten. Aber abgesehen davon bleibt alles, wie es ist. Ist ein eher harmloser Fluch. Ja, das ist ein wieder sehr, sehr nützlicher Fluch. Um wieder normal zu werden, drückst du nahe deiner Schiffsrampe wieder Y. Probier es einfach mal aus. Na, so klappt doch. Hast du verstanden, wie der Fluch funktioniert? Ja. Was? Shit! Ich habe mich verdrückt. Das wollte ich nicht. Nein. Oh. Darf ich jetzt wieder gehen? Danke, und wie war ich? Ja, ganz gut eigentlich.
komischer Kauz, aber irgendwie in Ordnung, oder? Na, Garine, ich brauche ganz kurz die Bestätigung, dass ich hier alles habe. Ja, pff. Also dann heißt das erstmal, dass ich jetzt hier erstmal ein paar Bände. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen hoch da, wenn einer um runter, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier im Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Bis dann und ciao, ciao.